Freunde, jetzt sind wir angekommen in Marlborg, früher Marienburg. Wer sich auskennt, der weiß, dass hier dieser deutsche Ritterorden eine große Burg gebaut hat. Und die schauen wir uns gleich an. Hier waren wir fein essen. Im Internet stand, dass das der Buttermilchturm ist vom Schloss Marienburg. Und das ist der Fluss Nogat. Ja, für die Kinder ein Paradies. Und hier nochmal ein Hinweis darauf, dass wir jetzt auf den Boulevard an der Nogat gehen. Was sagst du? Ja, sieht schon mal ganz schön gewaltig aus. Da steht die Maria in voller Pracht. Ach, ist das angenehm, hier in der Kühle einmal über die Brücke zu gehen, über den tiefen Graben. War noch ziemlich warm da drin. Jo. Und hier draußen wieder frisch. Da ist ja noch ein schöner Wehrgang da oben. Thank you.
Matki i skamienieniu stała się tym naszym złotym Bałtyku, ponieważ puszczę nazywamy właśnie złotym. Jetzt sind wir gut zwei Stunden durch Keller und Gewölbe und hoch und runter und innen und außen rumgelaufen. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns ein bisschen erholen. Gehen wir in den Biergarten jetzt. So, steil bergab. Also wer hier 1,8 auf dem Turm hat, der holt sich wohl ein paar blaue Flecken. Welchen von den vielen Tischen nehmen wir denn jetzt? Ja, jetzt sind wir 2 Stunden zum Schloss gelaufen und im Schloss herumgelaufen. Wir haben unglaublich viel gesehen und jetzt haben wir uns ein Bier verdient. Ja, also wir waren nicht zur wissenschaftlichen Forschung hier, sondern haben uns das als Laie hier angeschaut. Und was sagen wir dazu? Wir sind begeistert, oder? Ja, und dieser Ort ist sicherlich auch ein schöner Platz, um sich zu erholen. Mit dem Blick rüber auf die andere Seite, zur Ordensburg. Otti will uns jetzt sagen, wie ihr der Campari schmeckt. Der ist richtig gut, der Campari-Spritz. Ja? Gefällt mir, ja. Siehste, ist ein Grund, um noch Tag zu verlängern hier.